Hey und damit willkommen zu einem neuen Video. Heute machen wir wieder an unserem Bucket-Plugin weiter, beziehungsweise heute ist es wieder so eine Art util-Folge, denn wir machen mit einer util-Klasse weiter, nämlich mit einer Registry-util für Commons und Events. Commons werden wir heute größtenteils machen und Events dann im nächsten Video, weil das sonst relativ umfangreich wird. Und ja, ich würde sagen, wir fangen direkt an. Dafür machen wir da im util-Package einfach eine Klasse, die nennen wir Registry Util. Und ja, dann müssen wir hier oben noch ein Private Field, nämlich vom Typ Java Plugin machen. Plugin. Und als Konstruktor hinzufügen. Plugin. Okay, nicht das, sondern Plugin. Beziehungsweise ja, Java Plugin eher. Man kann auch Plugin hernehmen, aber eher Java Plugin. Plugin und dann hier rein einfach this.plugin ist gleich Plugin. Das heißt, wir haben jetzt einfach so eine Klasse erstellt, mit der wir dann hier ein Java-Plugin übergeben können. Das ist ganz wichtig, damit wir das für die Events hernehmen können. Sonst ist es nicht ganz so wichtig, aber wir nehmen es einfach für die Events her und ja. Wir machen jetzt aber erstmal mit den Commons weiter und dafür müssen wir jetzt erstmal ein bisschen mit Reflections arbeiten, genauso wie mit den Events. Ich weiß, dass man das auch ohne Reflections machen kann. Aber das Problem ist einfach, dass das dann halt mit diesen Package-Namen immer ekelhaft ist. Man kann es auch mit Abstraction machen oder Abstract, ich glaube, so heißt das. Also immer ganz viele Klassen dafür machen und das dann mit einem Interface. Aber da muss man halt dann wirklich viele machen. Deswegen, ich mache das jetzt mit Reflections, wie ich jetzt schon angefangen habe. Wenn ihr das noch performanter machen wollt, dann könnt ihr das natürlich auch mit Abstraction oder einfach anders machen. Ja, ich denke, beim Startup stört es jetzt nicht so, wenn das ein bisschen länger dauert, denn die Commons und Events registriert man normalerweise beim Starten. Deswegen stört das, denke ich, nicht so. Aber natürlich ist es jetzt nicht so unheimlich performant, muss man natürlich dazu sagen. Aber ja, stört, denke ich, nicht. Natürlich, wenn er ein Problem hat, der muss es eben anders machen. Aber gut. Also, wir müssen ja ein Field anlegen von Java lang Reflect, nämlich nehmen wir das Comment Map. Und die tun wir erstmal auf Null setzen. So, dann machen wir hier im Konstruktor direkt und dieses Hashtag kommt weg. Ja, müssen wir uns erstmal eine Klasse holen, nämlich eine CB-Klasse. Die ist das nämlich die Craft Server. Und die machen wir mit unserer Reflection Util, die wir im letzten Video gemacht haben. Reflection Util.getCB-Class. Und dann ist es der Craft Server. So, dann müssen wir das Field uns aus dieser Craft Server Klasse holen, nämlich das ist das Comment Map Field. Und das machen wir am besten, indem wir hier eine neue Variable machen. Ja, machen wir Field 4. Field ist gleich Craft Server Punkt get declared Field, nämlich Comment Map. Übrigens wichtig, dass sie so geschrieben wird. Dann machen wir Field Punkt set accessible true, das heißt, dass wir noch zugreifen können. Ja, gut, dann muss man noch gleich einen Try-Catch rummachen. Und dann Comment Map ist gleich Field. So, damit haben wir jetzt schon mal dieses Field zugewiesen von dieser Comment Map. Und dann machen wir jetzt einfach hier schnell einen Try-Catch rum. Mir wurde gerade, ich soll Throwables hernehmen, aber pff, ja. Ist, denke ich, jetzt nicht so schlimm. X.printStackTrace. Natürlich könnt ihr jetzt auch hier Throwable catchen, aber Mr. Trouble, es tut mir leid, aber ich mache es jetzt einfach so. Ja, dann hätten wir diese Comment Map dann schon mal als Field initialisiert. Natürlich haben wir die jetzt noch nicht in der Art mit irgendwas belegt. Das heißt, wir müssten die dann theoretisch noch belegen, aber das machen wir jetzt nicht. Jetzt machen wir erstmal eine neue Klasse, nämlich für Comments zum Registrieren. Die machen wir hier unten am besten rein und das ist eine Private Class. Machen wir die einfach direkt hier rein. Ja, wie nennen wir die? Registry Comment. Ist eigentlich egal, wie wir den nennen. Und die muss Extends Comment machen. Da kommt es Org Bucket Comment, glaube ich zumindest. Sollte sein. Ja, ist es auch. Hier Add Constructor, da brauchen wir dann diesen Constructor. Am besten, obwohl. Nein, den nehmen wir nicht, denn der bringt uns nicht so viel, machen den nur mit dem Namen. So, das sollten wir vielleicht public machen.
und warum meckert er jetzt rum? Add unimplemented methods. So, diese execute brauchen wir nämlich auch noch. So, dann machen wir hier oben noch eine neue Variable. Private machen wir die, und zwar eine Common Executor. Executor, dieses Interface hier. Zum Beispiel. Was wir jetzt hier machen ist, denn man kann in die Comment Map keinen Comment Executor rein machen, sondern man kann nur etwas, was extends diesem Comment, dieser Comment Klasse macht, in diese Comment Map reinschreiben. Und wir machen das so: Wir machen das einfach so, wir übergeben hier die ganzen, setzen die ganzen Argumente hier für diesen Comment, die wir dann hier gleich noch übergeben. Und wenn man den Executor, wird diese Methode ausgeführt, und dann machen wir einfach exe.onComment, weil das ist dieses diese Methode hier, beziehungsweise ja, diese abstrakte Methode, die dann auch in dieser Comment-Executor-Klasse, die daraus implemented, aus diesem Comment-Executor drin stehen muss. Und damit können wir dann den Comment so ausführen. Das mag jetzt ein bisschen verwirrend klingen, aber ist, denke ich, dann nachvollziehbar. Description Comment-Executor Exe, Komma, String. Das sind nämlich dann die Aliase. Die machen wir einfach mit so einem Alias. Das ist, ja, ist eigentlich egal, wie wir den nennen. Und dann kommt hier drunter jetzt this.exe ist gleich Exe. Dann ja, müssen wir es über die Super machen. Super.set Description. Description und Super.set Set Alias, und hier brauchen wir dann eine Liste, das machen wir dann mit arrays.sList und dann Alias. So, damit hätten wir diese ja, kleine Klasse fertig. Was jetzt noch ein Problem ist, dass das nicht in die Help Map reingeschrieben wird. Das heißt, ihr werdet diese Comments nicht in der Help Map, wenn ihr slash help angibt, finden werden. Theoretisch kann man das noch machen, wenn wir das dann in die Comment Map reinschreiben, aber ich denke, das ist nicht ganz so wichtig, weil der Help-Comment ist meistens eh geblockt auf Servern, denn da findet man irgendwelche blöden Comments aus, die man eh nicht hernehmen soll, und ja, egal, auf jeden Fall werde ich das jetzt nicht machen. Theoretisch, es gibt auf der Spygate-Seite so einen Post, wo man das, wie man das machen kann, aber ich lasse es jetzt einfach mal, denn das ist, denke ich, nicht so wichtig. Wir machen jetzt nämlich die Methode register-comment, und hier machen wir erstmal string-name, dann string-dis Description, dann ja, Comment, Execute, also eigentlich das, was wir gerade auch schon hier reingeschrieben haben. Und dann noch String. Ah, wie er mal das automatisch macht. Alter, kann mich verarschen. So. Damit hätten wir diese kleine Methode fertig. Und hier kommt dann jetzt ja ein bisschen was rein, nämlich wir müssen jetzt erstmal hier ja, doch, wir müssen erstmal die Comment Map holen. Es gibt nämlich so eine simple Comment Map, die ist in Org Bucket Comment. Und die nehmen wir einfach simple Map zum Beispiel, ist gleich. Und jetzt ist es dann Comment Map mit diesem Field.get und dann Bucket.get Server. Denn der, in der Server, im Craft Server steht ja diese Map drinnen. Dieses ist dieses Comment Map Field drinnen, und damit holen wir uns das dann von dieser Instanz, und damit haben wir das dann hier. Dann müssen wir es noch casten zu der Simple Comment Map, und damit, wenn er nicht rummeckert, ja, okay, wir müssen ja noch Try Catch rein tun, das ist eigentlich immer so bei solchen Sachen, muss eigentlich fast immer Try Catch rein, weil da halt natürlich sein kann, dass er das nicht findet und so. Aber so haben wir dann auf jeden Fall Zugriff auf diese Simple Comment Map, und da können wir jetzt einiges einstellen. Ihr seht schon hier, kann man ja ein bisschen was machen. Ist auf jeden Fall so die Comment Map. Und ja, was machen wir jetzt als erstes? Wir müssen jetzt erstes unseren Comment hier machen. Das heißt, wir machen Registry Comment. CMD ist gleich New Registry Comment. Name, Description, Exe, Alias. Also einfach das hier übergeben. Und dann machen wir einfach Simple Map.Register. Und da nehmen wir diese Methode her. Denn hier müssen wir dann machen plugin.getPrefix. Plugin.getName, ich bin gerade etwas verwirrt gewesen, sorry nochmal.
und hier müssen wir dann den CMD übergeben. Das heißt, wir registrieren diesen Comment, unseren eigenen Comment, der hier aus Comment Extended in diese Simple Comment Map und haben den dann damit auch drinnen. So, sehr schön, das hätten wir dann. Ich würde sagen, wir machen noch eine UnregisterComment-Methode und eine IsComment-Available-Methode. Dafür können wir uns einfach mal das copyen. UnregisterComment ist jetzt, kann manchmal ganz nützlich sein, ist jetzt, denke ich, nicht so das Wichtigste, aber wir machen es einfach mal rein. Das heißt, hier müssen wir dann nur den Namen übergeben, weil wir brauchen keine komplette Description von diesem Comment. Die SimpleComment-Map ist wieder wichtig, das kommt damit dann raus. Nur was jetzt ist, dass wir hier nochmal ein Field anlegen müssen. Field known comments ist gleich, nämlich die SimpleMap.getClass. .getDeclaredField. Und zwar können wir hier mal reingehen, gibt es hier nämlich das Field, wenn ich es finden würde, known comments hier. Und das ist ein protected, beziehungsweise es ist ein Map mit den ganzen Comments drin. Und da können wir nämlich Comments einfach rauswerfen. Und zwar müssen wir darauf dann zugreifen. Dann müssen wir das wiederum accessible machen. Das heißt, known comments.set accessible. Alter, nee, das wollte ich nicht machen jetzt gerade. Set accessible true. Und dann möchten wir die Map hier holen, das machen wir mit dem Fragezeichen, Komma dem Fragezeichen. Denn sonst meckert der Compiler wiederum. CMD ist gleich. Und dann knownCommons.get simple map. Damit holen wir uns wieder von der Instanz dieser simple map, diese known commons. Und jetzt meckert er hier noch rum, import. Und dann müssen wir es noch casten hier. Und dann haben wir das. Und was wir jetzt einfach machen können, ist cmds.remove, da hier als erstes der String von dem Comment angegeben wird in dieser Comment Map. Ihr seht, String und dann der Comment. Können wir einfach hier den Namen von diesem Comment hier removen, das heißt Name. Und ja, damit removen wir jetzt keine Aliase. Das heißt, wenn wir zum Beispiel den Reload-Comment removen, der eh der größte Scheiß ist in Bucket, tut mir leid, aber der ist echt inperformant und macht die ganze Plugins immer kaputt. Da müssen wir Reload und RL removen. Das ist jetzt, kann man natürlich theoretisch auslesen, die ganzen Aliase noch auslesen und automatisch removen lassen. Ich habe das jetzt nicht. Ich denke, das ist nicht ganz so wichtig. Wer das natürlich gerne haben will, kann das natürlich gerne machen. Und dann machen wir jetzt noch eine schnelle Methode, nämlich isCommentAvailable. Und der ist jetzt eigentlich relativ gleich, denn wir fragen jetzt einfach hier, müssen wir einen Boolean machen, Boolean. Dann natürlich das Void hier weg. Und dann machen wir einfach statt dieser Zeile cmds.remove, machen wir einfach return cmds.contains key und zwar den Name. Und unten müssen wir einfach noch return false machen. Und damit können wir jetzt direkt abfragen, ob in dieser Comment Map dieser Comment enthalten ist. Und das ist zum Beispiel praktisch, wenn man so eine Error Message machen möchte, wenn der Comment nicht da ist, denn wenn man das über die Helpmap macht, können da einige Bugs entstehen und ja, ich finde die Helpmap nicht so gut, deswegen, Und man kann da eigentlich darum, wir haben da was vergessen, das ist natürlich sehr, sehr blöd jetzt. Hier müssen natürlich noch exe.onComment rein, das habe ich natürlich gerade ganz vergessen, das ist natürlich echt nicht gut. CS, das ist der Label, das sind die Args. Also, hier kommt dann CS, dieser Comment ist this, dann Label und dann args und return false können wir lassen. So, das ist natürlich ganz wichtig, das hätte ich jetzt gerade fast vergessen, das wäre nicht so geil gewesen. Auf jeden Fall haben wir jetzt diese Registry Util bis auf die Events fertig. Die Events werden wir dann im nächsten Video machen, denn das Video ist ja schon relativ lange. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst euch gerne eine Bewertung da. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, haut rein und...